zusammen. Heute habe ich hier das Uhrwerk von der französischen Wanduhr. Das hier ist jetzt sozusagen Teil 2 von der Restauration. Ja, erst einmal zerlegen und dann die Reinigung und wieder das Zusammensetzen im Endeffekt. Als allererstes werden wir jetzt die Zeige abnehmen, um dann das Ziffernblatt abzunehmen. Ziffernblatt-Restauration und Besonderheiten an dem Ziffernblatt erkläre ich in einem separaten Video. Da werde ich das auch mal mit moderneren, in Anführungsstrichen, vergleichen, das Ziffernblatt. Und ja, ich würde jetzt erstmal damit beginnen, hier den Ort, wo eigentlich ein konischer Vorsteckstift drin sein sollte, wo aber jetzt ein kleiner verbogener Nagel drin ist. Ja, das sieht man öfters, dass jemand die Uhren, wo irgendwelche Vorsteckstifte gefehlt haben oder so, dann einfach kleine Nägel benutzt haben, um die wieder zu ersetzen. Und das ist jetzt halt irgendwie so ein kleiner Fußleisten- oder Obstkistennagel sozusagen. Ja, sieht man tatsächlich öfters. Ist immer so ein kleiner Aha-Moment, wenn man dann merkt, dass da jemand vorher einmal schon mal dran war als Laie und versucht hat, die Teile zu ersetzen sozusagen. Was wir jetzt hier auch gesehen haben, ist, dass der Zeiger falsch rum drauf saß. Das heißt, wir hatten halt diese Seite oben. Das ist, wir haben hier halt so einen kleinen Block drauf. Der gehört eigentlich nach unten unter den Zeiger. Das ist die Abstandshalterung sozusagen von dem Stundenzeiger, sodass der Minutenzeiger nicht auf dem Stundenzeiger sich drin verhakt. Weil würde man, ich packe ihn wieder so drauf, wie er drauf war. So, würde er jetzt so drauf liegen und würde jetzt hier drehen, man sieht, dass die sich sozusagen ineinander haken können, die Zeiger. Weshalb man halt hier sozusagen so ein Podest hat, wo dann die Zeiger nicht die Chance haben, ineinander zu laufen, sondern immer so ein Stück Abstand hat. Üblicherweise sind das knapp 2 mm, anderthalb. Zeiger 1, Zeiger 2 ist halt ähnliches Prinzip, bloß dass er halt kein Vierkant drauf sitzt, sondern einfach nur drehen, dabei ein bisschen ziehen, dann kriegt man ihn runter. Die sind jetzt auch nicht, na gut, ein bisschen Staub ist dran, aber nicht unglaublich hinüber. Da müssen wir nicht viel machen. So, da wir jetzt die Zeiger vom Ziffernblatt runter haben, drehen wir die Uhr um und beziehungsweise drehen wir sie auf die Seite und ziehen die konischen Vorsteckstifte raus, die das Ziffernblatt draufhalten. Und das Ziffernblatt hat Ziffernblattfüße, hier oben 2 und hier unten auch nochmal 2. Und die ziehen wir jetzt als erstes raus. Dazu gehen wir einfach mit der Zange her, greifen die und machen halt so eine leichte Drehbewegung. Die meisten sitzen sehr, sehr fest. Die hier gehen jetzt, die sind halt nur festgerottet. Bisschen Rost, bisschen Dreck, bisschen Staub, altes Öl. Also man sieht sehr schön, da wo das jetzt halt glänzt sozusagen, da saß halt der Stift im Messing drinne und rundherum ist er halt verrostet. Und ich persönlich bevorzuge es, die konischen Vorsteckstifte nach der Wiedermontage der Uhr sozusagen, also beziehungsweise währenddessen, auszutauschen gegen neue. Weil die meisten halt durchaus so verrostet sind, dass wenn man sie wieder verwendet, dass sie dann nicht mehr richtig halten. Teilweise geht das nicht, wenn man nicht die richtigen Größen hat. Dann sehe ich aber zu, dass man irgendwie aus dem Fundus welche nimmt, die halt zumindest einigermaßen ja, gut sind. So, auch die raus. Wie gesagt, die setzen immer ordentlich fest. So, jetzt haben wir schon Ziffernblatt von der Uhr getrennt. Uhrwerk kommt erstmal zur Seite, damit wir uns einmal das Ziffernblatt angucken können. Also hier unten haben wir ED drauf, oder? E oder EQ, weiß ich nicht, muss ich genauer gucken. Und eine Nummer, das ist, würde ich vermuten, der Hersteller. Und hier hat sich ein Uhrmacher eingetragen. Tatsächlich mit einem Datum.
Sieht man nicht so oft auf den Ziffernblättern, meistens eher auf den Uhrwerken. Meistens sind es halt nur lange Nummern und keine Daten. Aber der Uhrmacher hier hat sich mit seinen Initialen und dem Datum verewigt. Also 12, ja, 12.09.13. Und da ich vermute, oder da diese Uhr halt vom Stil her ungefähr 1860 liegen müsste, können wir sagen, dass das nicht 1813 ist, sondern 1913. Und garantiert nicht 2013, weil 2013 wäre sie da gereinigt worden und general überholt. Und hätte sich da ein Uhrmacher verewigt, dann würde das Uhrwerk anders aussehen. Wenn wir nämlich da mal reingucken, da ist kein blankes Messing mehr und das ist alles ziemlich krustig und verdreckt. Hier oben auf der Hemmung kann man sehr schön sehen. Also die hat eine Reinigung durchaus sehr nötig. So, Ziffernblatt ist für nächstes Video. So. Ich lasse noch den Fuß drauf sozusagen. Also ich nenne den Fuß, also die Montageplatte für die man in die Werkhalterung im Gehäuse reinschiebt, lasse ich erstmal drauf, weil auf die Art und Weise ist die Pendelmitnahme geschützt, weil wir halt jetzt hier drauf auf dem oberen Lagerblock und auf den Füßen aufstützen schräg und die Hemmung halt bzw. die Mitnahme frei unten beweglich ist und keine Last hat. Das ist vor allen Dingen jetzt wichtig, wo wir die Aufzugsfeder ablassen. Die ist nämlich nicht gerissen, die ist in Ordnung. Und ist halt noch ungefähr halb aufgezogen, geschätzt jedenfalls. Und bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir die ablassen, weil wir ansonsten entweder durch das Rausnehmen des Ankers, also oben der Hemmung, die Feder ablassen müssten. Dabei würden wir aber halt quasi die Federspannung laufen lassen und könnten Beschädigungen am Uhrwerk erzeugen, dadurch, dass wir das Uhrwerk im dreckigen Zustand sehr schnell laufen lassen. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb lassen wir jetzt zuerst den Federdruck ab. Weil würde man das alles nicht machen, sondern mit Federdruck anfangen, das Uhrwerk auseinanderzunehmen, hat man Trauer, weil alles einem durch die Gegend fliegt und noch mehr Schäden entstehen. So, zum Ablassen gibt es eigentlich so ein schönes Werkzeug mit einem großen Knauf oben. Das habe ich nicht. Ich mache das immer nur mit dem Aufzugsschlüssel. Das ist jetzt nicht der Originalaufzugsschlüssel, aber er passt so einigermaßen. Den steckt man halt auf den Vierkant. Dann nimmt man Schraubenzieher. Und wir haben halt hier unten den kleinen Klickmechanismus mit der Feder drunter, der in das Sperrrad reingreift, was sozusagen das Aufziehen ermöglicht. Klack, klack. Und wir wollen jetzt im Endeffekt dieses Sperrhähnchen öffnen und dann halbe Umdrehung für halbe Umdrehung die Feder ablassen über den Schlüssel. Und zum Betätigen von diesem Mechanismus muss man halt immer so ein bisschen Schlüssel drehen, weil man sonst im Zahn drin bleibt und dann den Hebel mit dem Schraubenzieher wegdrücken und dann immer so eine Umdrehung machen, den wieder einrasten lassen, dann loslassen, neu greifen und so weiter. Das ist halt langwieriger, als wenn man es übers Werkzeug macht. Da kann man einfach oben den Druck erhöhen auf den großen Knauf und auf die Art und Weise dann die Feder solide entspannen. So, jetzt ist sie komplett entspannt. Ich kann hier den Hahn betätigen, es passiert nichts mehr. Also war nicht mal halb aufgezogen, zum Glück. So, jetzt wo wir die Federspannung entlastet haben, können wir uns der Hemmung widmen und als allererstes den Anker ausbauen. So, dazu lösen wir diese beiden Schrauben, die hier oben drin sitzen. So. Ja, schmeiß weg. So. Und können dann die Platte runterheben. Würde niemals hebeln oder so. Die haben halt hier diese, ja, Splinte, die in eine Bohrung reingreifen jeweils. Die dürfen halt nicht wegknacken, weil die sind für die Orientierung, dass die Platte halt gerade drauf sitzt und nicht irgendwie wegrutscht in den Schraubenlöchern. Und jetzt haben wir
den geschraubte Ankerhemmung draußen. Wir sehen halt sehr schön, dass wir hier eine nachschleifbare und nachstellbare Version haben, wo man die Ankerplatten weiter runterlassen kann über die Schrauben und halt somit auch die Hemmung einstellen kann. Sehr schön und sehr, sehr praktisch. Müssen wir halt gucken, wie das aussieht, wenn wir das Ganze gereinigt haben, wie die Teile aussehen, ob man sie nachschleifen sollte oder nicht. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, sollte man das eigentlich lassen, weil wenn man es macht, dann ist es immer ein ziemlicher Krampf und eine Arbeitszeit, die Sachen wieder einzustellen. Das kostet immer Zeit. So, jetzt haben wir die Seite hier sozusagen entkernt, die Rückseite. Jetzt würde ich ganz gerne die Platte abnehmen, damit das Uhrwerk gerade auf dem Tisch sitzt, bevor ich jetzt die Front anfange gleich zu demontieren. Und hier sieht man auch sehr schön, was das für eine Kruste an Dreck ist. Also das kommt auch alles mit in Ultraschall-Reinigungsgerät. Das ist schon echt dreckig. So, jetzt haben wir hier vorne noch die Montage. Stundenrad, Minutenrad, Zwischenrad und die ganze, ja, den ganzen Sperrmechanismus für das Federhaus, den wir abnehmen müssen. Für die Reinigung zerlege ich gerne. Ah, da sehe ich gerade, da haben wir gleich noch ein Projekt. Zerlege ich gerne die Uhren so weit, wie es irgend geht, weil die Sachen dann halt einfach sauberer werden und man weniger Gefahr läuft, dass irgendwelche Stellen, so beispielsweise unter dem kleinen Haken hier, sich halt Feuchtigkeit sammelt bzw. bestehen bleibt und das dann so langsam irgendwie rottet oder so. Das wäre halt alles ein bisschen schade. Deshalb versuche ich die immer so weit wie es geht irgendwie zu zerlegen. So. Ja, und die Schraube kriege ich nicht raus. Das zeige ich euch einmal. Wenn man seitlich guckt, oh, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da hat jemand diese Schraube mal mit einer Zange gepackt und den Schlitz der Schraube komplett zugedrückt. Das bedeutet, da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Ich würde jetzt erstmal versuchen, ebenfalls diese Schraube wieder mit der Zange rauszudrehen, sodass wir sie dann später aufarbeiten können. Oder eine neue bauen, je nachdem. Aber dass wir sie halt erstmal rauskriegen. Ja, geht auch so. Hat sich schon bewegt, ja. Rausdrehen. Ist halt ärgerlich, wenn solche Schrauben kaputt sind, weil das halt auch immer wieder. Ja, die ist auch krumm. Also wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das gut auf dem Video sehen kann, aber die ist komplett krumm, oben der Schlitz dicht. Ja. Das wird wohl ein Neubau. Dann haben wir hier noch das Sperrrad. Einfach abzunehmen. Die Brücke hier auch bitte wieder nicht hebeln. Wie man sieht, die haben meistens jedenfalls auch wieder zwei oder einen zumindest Pin zur Orientierung sozusagen. Stundenrad, Minutenrad, kommen wir gleich zu. Erstmal das Zwischenrad hier. So. Da wir halt jetzt eine Montage haben ohne Schlagwerk, haben wir unter diesem Minutenrad keine Pins. Ich versuche jetzt ganz vorsichtig einmal, weil es verschiedene Modelle gibt. Okay. Nehmen wir später auseinander. Ja, das, was ich gerade versucht habe, mit dem Schraubenzieher einmal so ganz leicht zu hebeln, man darf halt nicht zu sehr hebeln, weil man sonst die gesamte Welle verbiegt, die dann krumm läuft und eiert, wäre halt ärgerlich. Deshalb nur ganz leicht probieren. Viele
Vor allen Dingen bei den älteren Uhren sind halt nur leicht draufgedrückt und kommen relativ einfach runter. Ist auch ein Schutzmechanismus dadurch, dass wenn man die Uhren falsch rumdreht sozusagen, dann die innere Welle auch das Zahnrad auf der inneren Welle sozusagen dreht und nicht blockiert und dann irgendwas wegbricht oder so. Aber ich vermute mal, durch Dreck und so weiter sitzt das hier ein bisschen fester. Nehmen wir auseinander, wenn ich die beiden Platinen jetzt gleich abgenommen habe. Dann können wir einmal ganz vorsichtig mit dem Hammer hier oben auf den Stift drauf klopfen und gucken, ob das sich absetzt. Und wenn es sich absetzt, dann unten ein bisschen ziehen und ein bisschen weiter klopfen und dann kommt das ganz einfach auseinander. Wenn es schwieriger geht, dann lasse ich es zusammen, weil dass da irgendwas schief geht, ist zu hoch, also die Gefahr ist da zu hoch. Gut, dieses Uhrwerk ist nicht geschraubt, sondern auch wieder gesplintet. Und ja, in diesem Fall, weil ich hier kaum Ansatzplatz habe für die Zange, also man könnte anfassen mit der Zange die Stifte und dann rausziehen, aber man würde halt links und rechts die Platine immer zerkratzen und das wäre ein bisschen schade bei dieser Uhr, weshalb ich jetzt einfach ein Stück Messing nehme, der ist vorne so ein bisschen abgedreht quasi, komme von der Innenseite, also von der kleineren Seite, her von den Stiften an und schlage die Stifte mit dem Hammer aus. Schwupp. Schont halt einfach die Uhrenplatine und so weiter. Geht auch meistens einfacher. So. Zweite Seite. Schon haben wir den Teil auseinander und wir können die Platine, die vordere Platine, hintere Platine, Verzeihung, abnehmen und dann die Zahnräder so weit wie möglich. Das Federhaus und Hemmrad und Zwischenrad. So. Und jetzt haben wir halt noch die Zeigermontage und jetzt gehen wir her und klopfen immer so ganz leicht drauf und siehe da, sie fällt nach unten raus und wenn wir uns die Welle angucken, huch da, dann sehen wir da ordentlich Dreck drauf. Das war also auch der Grund, warum sie nicht durchgerutscht ist, von alleine. So. Und wenn das Zahnrad halt glatt auf der Platine aufsitzt und man ganz leicht klopft, dann macht man auch nichts kaputt, da verzieht sich nichts, da bricht nichts. Ja, das ist ganz einfach. So. Das ist eigentlich so weit, wie ich gehen möchte. Also man sieht hier, dass ein Uhrmacher mal eine Reparatur gemacht hat. Das ist, ja gut, könnte auch fabrikmäßig gebaut worden sein, so auf die Art und Weise. Aber normalerweise macht man das als Reparatur. Da war halt die Lagerung so weit ausgekniedelt, dass man sie ausgebohrt hat in einem größeren Loch. Und dann sozusagen durch eine neue Platine, die man drauf schraubt, die auch einstellbar ist, sodass die Zähne dann wieder in das nächste Zahnrad greifen. Also kann ich mal zeigen. Wenn man jetzt die so hat, das ist der Trieb, der Griff hier, wenn die nicht mehr so fest sitzen, sondern auch so ganz leicht und immer drohen wegzurutschen und nicht mehr richtig zu greifen, dann setzt man halt solche Platten da drauf, um die Einstellung zu geben, dass man die näher ranbringen kann. Ja, kommt vor, dass es halt von Haus aus dran ist, kommt vor, dass es nachgerüstet wurde sozusagen, weiß man halt immer nicht so ganz genau. Die nehme ich aber halt nicht raus, weil die wieder richtig zu lokalisieren, würde ich ungerne machen. Insofern lasse ich das lieber so. Kann man rausnehmen. Muss man rausnehmen, wenn man sie restaurieren muss, wenn die Lager da drinnen auf sind. Sind sie aber in diesem Fall nicht. Also lasse ich sie drinnen. Kann man sich auch drüber streiten. Gut, das ist jetzt erstmal so weit das Uhrwerk zerlegt. Als nächstes kommt noch das Federhaus. Das Federhaus, was halt auch sehr krustig ist. Also man sieht meine Hände, wie dreckig die sind, nur von der Demontage.
da ist halt auch meistens Dreck und Abrieb drin und so weiter. Und wenn die Feder halt da drin läuft und da Dreck zwischen ist mit dem alten Öl, dann scheuert die Feder auch ziemlich durch. Und das ist halt unschön, das dann einfach so zusammenzulassen. Wenn man die restliche Uhr schon sauber macht, dann sollte man das auch gleich mitmachen. Ja. Dazu muss ich gleich einmal noch den Federwinner holen. Ich mache jetzt erstmal das Gehäuse auf. Ja, ich mache das auch mit dem Schraubenzieher. Gehen wir hier rein. Na. Nicht abbrechen. Dafür steht eigentlich auf meiner Liste noch Werkzeug bauen. Aber diese Liste ist lang. Okay. Moment, wir sind gleich wieder da, wenn ich das einmal aufgemacht habe.